Land der Legenden, mythischer Kreuzweg auf der Salzstrasse und der Siderstrasse. Zwischen Tibet, einem riesigen China im Norden und dem imposanten Indien im Süden gelegen, ist Nepal ein Land der Gegensätze. Die junge Republik hat heute, nach mehr als 10 Jahren Bürgerkrieg und nach unzähligen Jahren autoritärer Monarchie, 28 Millionen Einwohner. Ein erstaunliches Mosaik von Ethnien und Kasten, wo 75 verschiedene Sprachen oder Dialekte redet. Nepal ist lange als Ort der Götter bezeichnet worden, weil der Hinduismus und der Buddhismus eine grosse Bedeutung für die Nepalesen haben. Die zwei Religionen existieren da nebeneinander und vermischen sich sogar amigs. In Nepal hat es noch nie einen Religionskrieg gegeben. Und heute noch verehrt die Bevölkerung eine lebende Göttin. Vom Dach der Welt mit der majestätischen Himalaya-Bergkette, von der zahlreiche Gipfel bis über 8000 Meter in die Höhe ragen, besuchen wir zuerst das gemäßigte Plateau von Kathmandu auf 1500 Meter und tauchen dann in Richtung der tropischen Ebene von Terai an der Grenze zu Indien, wo etwa 100 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Ein Tauchgang, der uns gleichzeitig in die tiefste Ebene des Elends führt. Das von den Einwohnern von Nepal. Die Nichtregierungsorganisation Terre des Hommes in Nepal seit 1985 hat mit ihrem einheimischen Team zahlreiche Projekte auf die Beine gestellt. In Nepal ist mehr als jedes zweite Kind mangelernährt. Reis, das Grundnahrungsmittel der Nepalesen, wird zwar im Land selber angebaut, reicht aber bei langem nicht aus, um alle Einwohner zu ernähren. Mit der globalen Nahrungsmittelkrise ist die Spekulation mit Agrarprodukten und damit der Preis des unerlässlichen Grundnahrungsmittels explosionsartig angewachsen. In kurzer Zeit hat sich der Preis mehr als verdoppelt, was katastrophale Folgen für Nepal mit sich gezogen hat. Heute hat eine Gruppe von Freiwilligen am Durbar Square, am Zentralplatz von Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, ein Straßenspektakel organisiert, um den Welternährungstag zu kennzeichnen. Das Ziel dieser Freiwilligen ist es, die Bevölkerung für das tägliche und ständig wachsende Leid der ärmsten Menschen zu sensibilisieren. Mit dem drastischen Anstieg der Lebensmittelpreise und dem Benzin kann sich ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr angemessen ernähren. Eine lokale Organisation, die auf Nepalesisch Shimeki heisst, was so viel wie Nachbarinnen bedeutet, ist sowohl in Kathmandu als auch in anderen nepalesischen Städten sehr aktiv. Für Familien, die vom Land weggezogen sind, mit der Hoffnung, dass in der Stadt eine bessere Zukunft auf sie wartet, für Frauen, die oft allein mit ihren Kindern kommen und Arbeit suchen, haben die Shimeki Lebenszentren für Kinder aufgebaut. Da werden die Kinder tagsüber aufgenommen, ab dem Ende der Phase vom Stillen bis zum Einschulungsalter. Das ermöglicht den Eltern, an ihren Arbeit nachzugehen. Die Kleinkinder spielen, essen, machen Mittagsschlaf und werden einmal im Monat gewogen, um Mangelernährung so schnell wie möglich aufzudecken. Jedes ältere Teil engagiert sich entsprechend der ihm zur Verfügung stehenden Zeit, damit die Einrichtung betrieben werden kann. So fühlen sich alle fürs Funktionieren vom Zentrum verantwortlich. Dank der starken Solidarität der Nepalesen sind mehr als 1000 freiwillige Mitglieder der Organisation Shimeki. Terre des Hommes unterstützt die Organisation, indem sie ihr eine technische und finanzielle Unterstützung bietet. So können nachhaltig solide Projekte aufgestellt und noch schwerwiegendere Krisen vermieden werden. In
In Nepal sind viele Familien aus den Bergen während dem Krieg umgesiedelt worden. Einige von ihnen leben in zerbrechlichen Häusern aus Schlamm oder Holz, wo die schlechten Wetterbedingungen kaum vertragen. Mit der Unterstützung von Terre des Hommes ist ein Lebenszentrum für Kinder aus Ziegelstein gebaut worden. Das Zentrum nimmt Kinder aus allen sozialen Schichten auf. In Kathmandu sind die Wohnungen für Menschen, die vom Land kommen, zu teuer. Ihnen bleibt also nichts anderes übrig, als sich in den armen Viertel, zum Beispiel im Bezirk 34, niederzulassen. Das Elendsviertel ist vor mehr als 10 Jahren an einem Fluss entstanden, der schlammig und verschmutzt ist. Diese Lebensbedingungen sind kaum erträglich. Etwa 600 Familien wohnen da. Die Gesundheitsschädlichkeit, das Fehlen von Trinkwasser, die Nähe zum Fluss, den Kindern drohen viele Gefahren und die Eltern machen sich Sorgen. Der Beschluss ist gefasst worden, an dem Ort, mitten im Elendsviertel, ein Lebenszentrum für Kinder aufzubauen, das zu einem der wenigen soliden Gebäude von dem Ort zählt. Wenn wir die Frage stellen, was es für die Menschen hier bedeutet, ihre Kinder im Zentrum zu haben, dann sagen sie, es ist der Schutz, die Tatsache, dass die Kinder in Sicherheit sind. Bei uns gibt es Probleme. Wir leben in einem kleinen Zimmer und in einem Haus, das nicht geschützt ist. Da wird alles gemacht, damit die Kinder in Sicherheit sind. Es gibt Nahrung, die Kinder fühlen sich sicher und die Eltern sind umso freier und zuversichtlich, wenn es um den Betrieb des Zentrums geht. Wir lassen die städtischen Gebiete hinter uns und erreichen nach 3 Stunden Fahrt und 1 Stunde Fussmarsch in die Hitze, die Region von Lalitpur. Die einheimische Bevölkerung lebt hauptsächlich von Viehzucht und Abbau. Besuche auf dem Terrain werden von Terre des Hommes organisiert, um gegen die in der Region wütende Mangelernährung zu kämpfen. Wir besuchen die Frauen aus den umliegenden Dörfern, die zusammenkommen, um ihre Säuglinge zu wägen und ihre Gewichtskurve zu kontrollieren. Während 12 Monaten hat sie ihr Kind können stillen. Man sieht also deutlich, dass das Kind normal gewachsen ist. Mit den Ratschlägen der lokalen Partner von Terre des Hommes lernen die Frauen, eine ausgleichende und nahrhafte Ernährung zuzubereiten. Da sind zum Beispiel grünes Gemüse, Linsen und Reis. Ein Püree, das Jaolo genannt wird. Die 3 Zutaten enthalten alle notwendigen Nährstoffe, um Energie zu liefern und die Immunität und das Wachstum sicherzustellen. Bei der Ausbildung, die die Frauen erhalten, wird betont, dass ein krankes Kind sehr schnell seinen Appetit verliert und man dem Kind häufig kleine Portionen geben muss, damit es wieder zu Kräften kommt. Ohne die Arbeit und Informationsverbreitung würden viele Kinder unter schwerwiegender Mangelernährung leiden. Diese Gruppe von etwa 20 Frauen kommt jeden Monat zusammen. Sie haben es geschafft, Ersparnisse zusammenzubringen und einen Geiss zu kaufen, den sie züchtet und dann die Kids an jede Familie verteilt haben. Dank dieser starken Solidarität haben sie ihr tägliches Leben verbessern können. Es werden auch Besuche zu der Familie organisiert, um sicherzustellen, dass sie das Gelernte anwenden. In Nepal besteht nach 11 Jahren Krieg und der Situation von der schwerwiegenden Armut die grösste Gefahr für Kinder darin, Opfer von Menschenhandel zu werden. Viele von diesen Kindern kommen aus den Bergen, wo der Konflikt die meisten Opfer gefordert hat. Viele Kinder haben einen älteren Teil verloren. Die Familien sind auseinandergerissen worden. Nach Schätzungen werden jedes Jahr mindestens 7'000 Kinder von ihren Angehörigen weggegeben oder verkauft oder von Menschenhändlern entführt. Zum Grossteil werden sie gezwungen, Diener, Sklaven oder Kinderarbeiter zu sein. Oder sie fallen der sexuellen Ausbeutung oder Prostitution zum Opfer. Allein in Kathmandu wird die Anzahl von 11- bis 15-jährigen Mädchen, die zur Prostitution gezwungen werden, auf mehr als 3'300 geschätzt.
Es gibt einige wie die Pucha, die es geschafft haben, sich aus dem Menschenhandel zu befreien. Für sie ist es jedoch unmöglich, in das Dorf, aus dem sie stammen, oder ihre Familie zurückzukehren. Sie leben in einem Zentrum für Überlebende, das von Terre des Hommes unterstützt wird. Die Mädchen werden aufgenommen, ihnen wird eine Ausbildung und, wenn möglich, eine Zukunft geboten. In diesen Bergen haben wir den berühmten Schweizer Alpinist Jean Troyer getroffen. Er kommt seit mehr als 25 Jahren regelmässig nach Nepal und hat zahlreiche Gipfel von mehr als 8000 Meter im Himalaya bestiegen. Quelle journée, hein? On voit pas tout ce qui est sale en bas, tout c'est couvert. Le reste, la beauté est là-dessus. Wir bringen ihn in eine Schule, in der Terre des Hommes mit lokalen Partnern eine Informations- und Präventionskampagne gegen den Kinderhandel führt. Ich habe etwas gewusst über Verstümmelungen, Betteleien in Nepal, aber nicht die Prostitution. Das ist unglaublich. Glaubst du, dass sich Touristen darüber bewusst sind? Nein, das heisst, ich bin mir auch nicht darüber bewusst gewesen. Ich befürworte das, was Terre des Hommes da für die Ausbildung tut. Das Leid der Mädchen und der Familie ist gewaltig. Man ist sich aber nicht darüber im Klaren, weil es nicht sichtbar ist. Das Leid ist im Inneren. Das allererste Projekt von Terre des Hommes in Nepal hat 1985 mit der Eröffnung eines orthopädischen Spitals für Kinder und Jugendliche in der Region von Kathmandu gestartet. Das Spital ist für Jugendliche unter 16 Jahren bestimmt, die eine physische Behinderung haben und aus armen wirtschaftlichen Verhältnissen kommen. Nepal ist ein Land, das zum grössten Teil bergig ist, wie wir bereits gesehen haben. Um in diesen Bergen zu überleben, wo Zufahrten schwierig sind, muss man bei guter Gesundheit sein. Ein Beinbruch, jede kleine Missbildung, kann dramatische Konsequenzen mit sich ziehen. Es gibt jedoch viele Kinder, die mit einer angeborenen Missbildung, wie dem Klumpfuß, zur Welt kommen. Andere haben Behinderungen, nachdem sie zum Beispiel von einem Baum gestürzt sind, wo sie Blätter für die Geissen geschnitten haben, oder nach einer Entzündung, die nie richtig gepflegt worden ist, oder nach einem Trauma. Aus dem Grund durchwandern Ärzte und Sozialarbeiter jedes Jahr die am weitesten entlegenen Regionen Nepals auf der Suche nach Kindern, die orthopädische Pflege benötigen. Da wird auch das ganze orthopädische Material wie Prothesen, Holzschuhe, Rollstühle usw. hergestellt. Seit seiner Eröffnung hat das Spital Banepa schon fast 30'000 Kinder aufgenommen. In Nepal sterben jeden Tag mehr als 100 Kinder an Hunger. Tausende kleine Buben und Mädchen fallen Menschenhandel zum Opfer. Junge, minderjährige Mädchen werden zur Prostitution gezwungen. Behinderte Kinder werden ausgeschlossen und diskriminiert. Terre des Hommes hilft diesen Kindern täglich seit 23 Jahren. Sie gibt ihnen Hoffnung, Würde und bietet ihnen eine Zukunft. Es bleibt noch viel zu tun. Tun wir es zusammen.